Jetzt war es schon wieder. Die hat geklingelt und ich war mir eigentlich recht sicher, dass da einer drin war. Diesmal habe ich es aber nicht überprüft. Und es war aber wieder keiner drin. Immer nur, was dein größter Fisch gebracht hat. Ach so, genau. Die letzten XP, die XP vom letzten Fisch kann man. Also man kann keine XP vom Fische sehen, nur vom letzten Fisch, beziehungsweise größten Fisch. Ne? Und das war dann. Bitte? Wenn der irgendwie in den Statistiken aufsteht, dann steht das da immer bei. Ja, genau, hier, ne, für die Statistiken, die Fische. Aber, okay. Das kannst du dann im Fangbuch sehen. Okay, wo sehe ich denn mein Fangbuch? Das ist wahrscheinlich, ja. Weißt du, wo das Fangbuch ist? Das Fangbuch ist wahrscheinlich sowas hier, oder? Ah doch, hier verdiente XP. Spielerinfo ist das hier Du hast mein. dann den größten von jeder Art. Ah genau, und da kannst du ihn. Ja, okay. Aber du kannst halt nicht sehen, zum Beispiel hier, wenn ich jetzt in meinen Setzkescher hier reingehe, dass man hier nochmal irgendwo die XP sehen konnte, dass ich sehen kann, wie viel ich hier für den hier bekommen habe oder so. Das geht, glaube ich, nicht. Ne? Nee, ist ja auch nicht schlimm. Ich wollte jetzt nur mal gucken, hätte mich interessiert. Aber. Nee, er sagt auch, nein, das geht nicht. Ach, als ich heute losgegangen bin, habe ich gar nicht im Café geschaut. Ich meine, ich glaube, da ist eh nichts bei. Aber. Ja. Hätte man ja noch mal reinschauen können. So, wenn gerade keiner beißt, dann gehe ich mir ganz kurz mal schnell was zu essen holen. Also, nur was zu knabbern. Ich bin sofort wieder da. Kleiner Augenblick. So, sorry, da bin ich wieder. Aber es hat eh keiner angebissen. Wie läuft's bei dir eigentlich hier mit WoW? Zockst du das noch gar nicht, ne? Keine Lust im Moment auf den Aha. Keine Lust auf den Handel. Keine Lust mehr auf den Handel da. Schon lange nicht mehr. Ja, hatte ich ja direkt aufgehört, als ich das mal dann hatte. Ach so, waren wirklich nur deswegen, ne? Also ich Okay. hatte jetzt ein bisschen WoEs gefahren nochmal. Jetzt habe ich wieder so. Ich werde kein Geld für WoE bezahlen müssen, aber. Naja, hast dein Gold gefahren, also genug, ne? Ja. Nee, nee, das ist schon geil. Kannst du dir mal meinen Aal anschauen, wie viel EP der. Oh, warte mal, jetzt klingelt's hier. Haben und ballern, bevor die Scheiße teurer wird. Ach so, dass du das dann als Marke sicher hast, ne? Oder wie war das? Naja, ich habe das Gefühl, der Goldpreis wird jetzt schlechter werden. Okay. Guck mal, ne? Jetzt habe ich definitiv einen Fisch dran.
Okay, ich glaube, ich werde auch einen rausziehen. Ja. So. Den Aal angucken wollte ich. Aal angucken, Aal angucken, Aal angucken. Muss ich, ach so, hier. Trophäen. Ding, 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 ding. Sag mir mal ganz kurz, wo ich den genau finde. Wahrscheinlich bei Ausfang. Was? Ich bin hier gerade bei dem Kasaron. Ach hier. Oh, ich bin auch blind, sorry. What the? Guck mal, 500.000 für einen 7-Kilo-Aal. Und den hol, ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber den hol ja sogar ich fast mit dem guten Gear wenigstens. Mit viel Anstrengung könnte ich Hinterher den. laufen kannst, genau. Ja doch, ich könnte mir vorstellen, dass ich das schaffe, aber guck dir das mal Möglich an. ist das auf jeden Fall, Das ist krass. Oh, warte, bei ja. mir Ich werde mir klingelt's. Kunden nämlich auch 2 3 Stück. Zwei, drei, ja. Da würde ich auch einen von mitnehmen, auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall geil, das Teil. Nee. Aal war, glaube ich, mein schwerster 2 Kilo. Ey, dann fühle ich mich aber betrogen. Für 2 Kilo habe ich 11.000 EP bekommen. Und wenn du für 7 Kilo eine halbe Million bekommst. Also, soll dir Jemand gegönnt. von 250.000 außer der Premium hat. Ach so, ja, stimmt. Ja, klar. Wird ja verdoppelt, ne? Aber ja, trotzdem. Ja, aber Es steigt, trotzdem, oben das ist. steigt das rasant, ja. Ja. Ja, das ist schon krass. Der muss so ein bestimmtes Limit oder so eine bestimmte Marke überschreiten, oder wie war das? Und dann wird der richtig krass. Warte mal, ich habe doch so eine. Was war das? Trophy war das. Hast du oben an dem Zeichen gesehen? Warte mal, da muss ich dann nochmal rein. Habe ich nämlich nicht gesehen. Zack, zack, zack. Ach so, hier meinst du. Ach so, ja klar, war eine Trophy. Das wollte ich ja gerade gucken, genau. So, ich lasse euch das mal offen. Ich guck mal eben, weil der Philly hat mir doch so eine geile Seite geschickt. Da kann ich die ganzen Voraussetzungen für die Entschuldigung. Da kann ich die ganzen Voraussetzungen für die Trophies sehen. Zum Beispiel beim Aal. Ja, weiß. Ja. Gemeint. Ach so, kennst du ja selber, ne? Hat sie gestern schon vorgelesen. Ja. Ja, beim Aal Trophy gibt es ab 4000, ab 4 Kilo und Super Trophy. Ja, Super Trophy ab 7,5. Warte mal. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Du hattest wie viel? Ich glaube, 7,4 war das doch, wenn ich das richtig gesehen habe. Wo war denn das jetzt? 7, wie mies. Ich kann das, glaube ich, gerade hier jetzt nicht in den Stream reinkriegen, aber auf Da der hat nicht Seite, viel gefehlt, ja. ja, auf der Seite, auf der ich gerade gucke, da steht, also in den Chats kommt er mit 1,2 Kilo, eine Trophäe gibt es mit 4 Kilo und mit 7,5 würde es eine Super-Trophäe geben. Ich weiß zwar jetzt nicht, was eine Super-Trophäe ist, aber anscheinend. Dieses blaue Zeichen, ja. Ach so, das seltene Ding. Nein, guck mal hier. Oh, Du ganz klaust, knapp, ja. ganz knapp. Das ist krass. Darum gucke ich nicht nach, wann es was gibt. Ja, da ärgert man sich nur noch nach, ne? Entweder ich krieg's oder nicht, aber da würde ich komplett wegklicken, wenn ich da so 10. Aber ich habe auch öfter mal wirklich so Fische, die irgendwie 99 am Ende stehen haben oder noch. Nein. Da gucke ich nicht nach. Besser nicht, ne? Das wird mich Ja, so guck mal, er sagt irritieren. auch gerade, hätte die Tischplatte durchbeißen Gerade, können. ja, Tisch hat er vor einer ganzen Weile geschrieben. Ja, sorry, Hat er schon ich. geschrieben, bevor du nachgeguckt hast. Was? Ja. Ja, krass, okay, sorry. Okay, verzeiht mir noch, ich bin da noch nicht so schnell. Ich habe Wenigstens das. der Chat aktiv. Ja. Ja, ich habe das auf zwei verschiedenen Monitoren, beziehungsweise hier, du kennst doch den anderen großen, den ich hier stehen habe. Und da habe ich das hier relativ klein links, damit ich daneben noch den Browser offen haben kann. Ich muss mir das echt mal hier besser einrichten.
Auf jeden Fall krass und ja, glaube ich dir, dass du dich geärgert hast. Ja, das glaube ich sofort. Ja, aber das ist doch dann eigentlich nur noch mehr Ansporn weiterzumachen, dass du den nächsten 7,5 Kilo Aal rausholst. Und diesmal nicht aufgerundet, sondern richtig. So, okay. Wenn wir gerade schon dabei sind, ein bisschen Sachen zu zeigen, jetzt fange ich mal an anzugeben. Jetzt dürft ihr alle staunen. Also ich hoffe, ihr hört raus, dass das nur ein Witz ist. Ich habe ganze zwei Trophäen. Die habe ich, glaube ich, gestern beide an einem Tag gefangen. 2,1 Kilo Giebel und 2 Kilo Karausche. Also das ist mein super Fang. So, jetzt bin ich schneller. Aal ist halt schwer zu fangen. Ja, Aal ist super selten und super schwer zu fangen. Und dann noch in der Größe. Wow, warum klingelt das denn hier nicht? Ja, nee, in der Größe den zu fangen. Fullo, cool, dass du da bist. Freut mich. Grüß dich. Aber hast genau das Richtige gesagt. Ist halt echt schwer, den zu fangen. Jetzt gleich ist schon wieder 19 Uhr. Das heißt, eventuell werde ich doch nochmal umstellen und dann werde ich die nächste Nacht versuchen, einen Aal zu fangen. Mal schauen, wie viel Glück ich diesmal habe. Die letzte Nacht habe ich es auch versucht. Habe ich keinen gefangen. Oh, jetzt ist ein großer. Bitte? Na ja, kommt jetzt ein großer. Das denke ich auch. Wenn du die ganze Zeit keinen fängst, das sind nur Chancen auf den nächsten, dass der noch größer wird. Genau so sehe ich das auch. Grünen Tag länger wachsen. Ja, eben. Ich gebe denen ja nur Zeit, dass die weiter wachsen können. Laut Statistik bin ich bei. Was war hier jetzt nochmal? Trophy und. Ah, die Abkürzung müsst ihr mir gerade nochmal erklären. Sorry, ich bin da noch nicht so auf. Super Trophy. Bitte? Super Trophy. Ah, super Trophy, ne? Aber hier bei 8 Stück, warte mal. So, ich muss erstmal hier kurz die Fischlein fangen. Guck mal, so wie ich jetzt hier einziehe, ne? Ach nein, der zieht doch raus, sorry. Jetzt aber nicht. Ich mal kurz in der Küche. Jo. Immer mit dieser miesen Angel, Und guck mal, bei 900 Gramm bin ich, oder bei 1 Kilo bin ich schon am Kämpfen mit der Angel. Das ist schon echt übel. So, die hier war das, ne? So, jetzt nochmal. Laut Statistik bin ich bei 758 Trophäen und 8 Super Trophäen. Oder Super. Ich hoffe, das habe ich so richtig verstanden. Nee, kann ja nicht sein, oder? Quatsch. Was habe ich denn. Wie ist das gemeint? Sorry, ich verstehe das gerade noch nicht. Keiner dran, umsonst rausgezogen. Oh nee, jetzt hänge ich hier wieder fest, oder was? Oh, wie ich das.
Ah, oh, schon wieder. Jetzt hänge ich hier schon wieder mit der hier fest. Ja gut, das mache ich gleich. 758 Trophäen und 8 Super-Trophäen. Habe ich doch richtig verstanden. Wie krass. Okay, cool. Das ist echt krass. Ein Giebel, cool. Ja, das ist echt heftig, so viele Trophäen. Ich bin, wie gesagt, gerade mal am Anfang. Das war eben nur ein Witz hier mit, dass ich mal angeben will. Das war, denke ich, aber auch allen klar. So, jetzt kümmere ich mich nochmal um diese Angel. Die scheint ja hier festzuhängen. Letztes Mal habe ich den guten Tipp bekommen, ich kann die irgendwie so losreißen. Also die hängt doch definitiv fest. Und wenn ich jetzt einziehe, fängt die Spule an durchzudrehen. Also. Guck mal, ich habe das schon wieder hier mit diesem Festhängen. Was für ein Gewässer ist. Ich weiß auch nicht, wie ich das. Oh nein, jetzt haben wir 21 Uhr. Ich wollte doch jetzt Dingens angeln. Aale rauskurbeln. Erstmal einen Stiefel rausholen. Bitte? Ja. Kurbeln und rechts drücken, solange bis. Ja, genau, bis aushakt. Das versuche ich die ganze Zeit. Aber ich, leider. Oh, das kann ja wohl nicht sein, ey. So. Was? Bremse weiter zumachen. Ah, Lacker der Hunter. Danke für den Tipp und cool, dass du da bist. Groß. So, Bremse weiter zumachen. Boah. Aber ich will die Sachen hier nicht kaputt machen. Hoffentlich passiert da nichts. Letztes Mal habe ich hier auch gehangen und da habe ich eigentlich ein paar Mal nur gezogen und da hatte ich Glück, konnte ich mich von der Stelle lösen. Ach, Jackpot. Okay. So, die hier kommt jetzt erstmal weg. Ich glaube, eine klingelt doch noch. Das ist die hier. Ja. So. Die kommt auch weg. Und hier, die werde ich jetzt einfach rausholen. Wir haben jetzt schon 10. Ich wollte eigentlich um 9 darüber gehen. Einfach eine. Was? Achso. Mach einfach mal schnell einen Relog, ja. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht machen will. Deswegen versuche ich hier die ganze Zeit so dieses Hin- und Herziehen. Aber ich habe ja jetzt Glück gehabt. Das hat zum Glück funktioniert. Aber trotzdem guter Tipp, danke. Ja, komm, ich ziehe die jetzt rein. Und dann gehe ich rüber. Und dann versuche ich es nochmal auf Aale. Und dann werde ich einen 7,5 Kilo Aal fangen. Ich bin überzeugt. Pass auf, das wird gleich passieren. Zwei Stück. Zwei Stück. Mindestens. So, warte mal, jetzt werde ich aber trotzdem direkt hier anfangen und zwar mit allen, oder? Ja, komm. So, erstmal einrichten das Ganze. So, mit einem, ich glaube, 6 bis 7er Clip hat er gesagt. Dann nehme ich mal 7. Oh ja, fast.
Wow, ist der. Was? Bitte? Eine Seewarnforelle. Oh, nice. Ich behaupte, diese hier steckt jetzt schon fest. Also ist jetzt schon verhakt. Ich hoffe es nicht. Ach, ich habe hier bei beiden gar nicht den Clip eingestellt. Bin ich genial. So, ist das normal, dass die sich da so geil knicken? War 2 Nächte da, keinen einzigen Aal gefangen, aber 4 Wälze. Ja, da kenne ich die Geschichte. Das ist übel. 3 Kilo Aal fährt, Achterbahn mit dir, da hast du schon Probleme beinahe. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Das ist aber die eine. Hier, ich habe 3 Angeln, die sind genau einmal, was heißt super gut, aber die ist sehr gut, mittel und die hier ist richtig scheiße. Und mit der hier bin ich auch am Kämpfen, um nur einen 800 Gramm Brachse, egal was, irgendwas mit unter einem Kilo rauszuheben. Aber mit den beiden wird das kein Problem. Und wie gesagt, 7,5 werde ich nicht rausholen. Das war natürlich nur ein Witz. Aber hier die, ich kann gleich nochmal gucken, was die genau hat. Aber mit der könnte ich auf jeden Fall schon ein paar Kilo rausholen. So, und ich bin immer noch überzeugt, dass die beiden hier feststecken. Das werde ich jetzt mal testen. Ja, nee, die hängen beide einfach mit Y-Straffenbiss. Was? Was? Mit Y-Straffenbiss sich das löst? Wow. Okay. Vielen Dank für den guten Tipp. Lucker the Hunter. Sehr geil. Vielen Dank. Also wie gesagt, ich weiß nicht, falls ihr das noch nicht gemerkt habt, ich bin ziemlicher Anfänger. Ich lerne das gerade. Ich habe echt Spaß dran. Das macht auch voll Laune, das Ganze. Aber ihr müsst mir die Fehler, ja, danke dir, kein Thema. Ihr müsst mir die Fehler ein bisschen, glaube ich, verzeihen. So. Dann die Würmer nicht vergessen. Und wenn er hier die Schaufel rausholt, ne, der hält die immer so schön in der Hand, so. Als wenn er einem direkt eine verpassen will oder so. Aggressiver Schaufel. Ja, kein Ding, aller Anfang ist schwer. Genau, danke dir, sehe ich ganz genauso. Und dann gibt es ja auch noch die ganzen Unterschiede, ey. Das ist auch krass gewesen. Oder das ist auch witzig. Ja. Aber das Coole hier, das haben wir gestern auch schon festgestellt, oder ich habe es festgestellt, mit dem Spiel kann man so coole... Bitte? Komm, ich glaube, ich mache mal IPO an. Ach hier, reloggen, genau. Dann mach das mal. Auf jeden Fall kann man hier so zweideutige Wortwitze mit diesem Spiel tatsächlich auch machen. Ja. Ja, Aale zu fangen, das ist echt. Wo gehst du denn dann jetzt hin, deine Happy Hour? Ich dachte, du willst das dort nicht machen. Doch, das wird zum Probe. Mit den Ködern. Ach, das wolltest du doch in der Happy Hour ja, alles testen? Ja, ich mach das jetzt. Nein, die gehen. Haben gerade schon ein paar nette Viecher angesehen. Okay. Und ja. Ich habe halt sonst auch nichts, was irgendwie besser ist, auch wenn es da scheiße läuft, das ist immer noch besser als in den meisten anderen. Okay, ja die, gut. Die ist auch noch nicht komplett totfischen, da habe ich später noch Pläne drin. In meinem Gebiet. Keine Ahnung, in der Stunde 2, 3 nette Fische anweisen, dann hast du schon mehr als gewonnen. Ja, ne? Ja, von der EP-Zahl, ich habe es ja gerade gesehen, wenn er mal so echt solche Dinge anbeißen und das in der Happy Hour, mein Gott. Das ist doch viel zu krass. Wie viel musst du jetzt... Ja, das, keine Ahnung, mir reichen ja schon irgendwelche
60, 70.000 EP für Schreck ist ja auch schon mehr als genug. Das stimmt. Wie viel hast du jetzt für den nächsten Sprung aufs nächste Level? Oder was steht bei dir? Kurz 1,5 Millionen gerade. Brauchst du insgesamt fürs nächste Level oder Oh brauchst du ja. noch? Ah, okay, das meine ich. 1,5 Millionen, das ist krass, ey. Ich weiß nicht, ich Hey, brauche glaube. ich noch eine halbe. Bitte? Halbe brauche ich jetzt noch. Boah. Krass. Ich weiß nicht, ich glaube, hier bei Philly habe ich das gesehen. Der hat Level 32, glaube ich. Und bei dem ist auch irgendwie 4 Millionen oder sowas braucht er jetzt für einen fürs nächste Level, ey. Guck mal hier, 4 Millionen, ne? Ich zeig dir was. Ich hab grad mal 311.000 EP. Einen schönen Schritt eingebaut, das ist Bitte? 1,9 Millionen für 27 auf 28, da freue ich mich doch. Oh! Das wird echt. Oh. Naja, 26, Wollte ich nicht 27. So. wissen. Der lässt sich gerne überraschen und ärgert sich dann später selber. Jetzt ärgere ich mich halt jetzt, ne? Ja. Ach ja. Kann man dir per PN Link schicken? Ich behaupte ja. Ich bin jetzt nicht sicher. Also das will ich vielleicht gerade noch mal kurz sagen. Ich mache dieses Twitch seit, also ja, okay, ich weiß nicht, wie lange jetzt, paar Tagen. Ich habe da noch nicht die ganzen Kniffe raus. PN, persönliche Nachricht, das verstehe ich, aber ja. Ach so, das war wahrscheinlich eine persönliche Nachricht oder was? Warte mal. So, ich lasse mal den Blick hier drauf. Ich gehe mal kurz auf dem Rechner hier rüber. Ich behaupte mal, ja. Oh, sorry, ich weiß gerade nicht wie. Ich glaube, ich muss doch die Seite nochmal aufmachen. Ach so, oder wahrscheinlich im Spiel, oder was? Sorry, Kasaron, ich bin noch nicht 100% sicher, was du meinst. Wie gesagt, ich bin echt recht neu hier und demnach noch ein kleiner Anfänger, also was auch das angeht. Deswegen. Ach so, wahrscheinlich aber hier im Spiel, ne? Wegen dem Namen oder was meinst du? Nee, er war ja eben schon hier, hat er mir ja schon geschrieben. Genau. Nee, sorry. Okay. Hast mir eine geschickt. Dann werde ich jetzt auf die Suche gehen. Bei Twitch auf die Suche gehen. Ah, super. Ja, großartig. Oh, was ist das denn bitte? Also ich sehe mir gerade ein Video an. Wow, 1 Million XP plus nochmal zusätzlich. Oh, oioioi. Ordentlich. So schnell war ich noch nicht mal. Also, das kann ich auch wiederholen. Ich sehe es gerade. Ich gucke mir gerade ein Video an. 1 Million XP. So, hier, Pause. Also, das ist ein. Ich glaube, ich kann es nicht richtig lesen. Hier oben ein Beluga-Stör. 1,1 Millionen. 1,1 Millionen XP knapp. 200.000 nochmal dazu als Bonus. Und noch einen weiteren Bonus. Achso, wegen Premium. Krass. Das ist ja insgesamt 2,4 Millionen EP für einen Fisch. Ja, Ja, sehr dann werde geil. ich jetzt bei der. Genau, den brauche ich, aber den hole ich halt erst übermorgen raus. Ja. So, warte mal, wo steht denn hier Kilo? Das muss ich doch auch hier. Ah, Du hier. bist da eigentlich bei unter kurzem Verschleiß. 509. Was? 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 Wie Was? viel Verschleiß? Wie viel Gewicht? 539 Kilo. Das Ding, Okay, dann müsste ich Alter. jedenfalls mit dem erschießen.
Und das Krasse ist, wenn du dir das Video anguckst, dann siehst du den Kescher ausfahren und dann hat er den. Das sieht eben voll geil aus. Das Ding ist einfach 10-mal so groß wie der Kescher oder 3-mal so groß wie der Kescher. Geil. Nee. Nicht mal sehen, wenn du einen Kescher hast und der kommt vorne vorm Boot, du kriegst den nicht über die Bootkante, kannst den Kescher auch durchs Boot schieben oder den Fisch auch. Ja, ich weiß, ja, genau. Um deine Frage zu beantworten, wie man solche für Belugas landet, ja. Ja, okay, die Frage ist noch nicht ganz beantwortet, würde ich jetzt aber behaupten. Also, dass das geht, dass das, also, dass das funktioniert, dass das geht, keine Frage. Und wie es dann im Endeffekt geht, sehe ich auch. Aber den reinzuziehen, ich meine, ich werde mir jetzt kein 10-Stunden-Video angucken, wo der reingezogen wird, weil ich denke, das würde es sein. 10, ja, was hast du eben geschrieben? Ich glaube, 20 Stunden plus, ne? Oder wurde geschrieben, sorry, wenn ich das gerade vertausche. 40 Stunden plus. Ja, hier, 20 Stunden plus, genau, und das warst auch du, genau. Ja, krass, ey. Ja, nee, das ist schon echt ein Hammer-Ding. Wow, 10.000 Silber bei, kann man auch mitleben, ich ne? wollte es gerade sagen, 10.000 oder 9,4.000 Silber. Puh. Nice. Ach so, ich habe das hier also, sorry, dass das jetzt keiner mitbekommen hat, so eingerichtet, dass ich hier die ganze Zeit das Spiel im Vordergrund habe. Ich habe mir das Spiel jetzt hier eben. Ah, okay, ihr kennt Twitch wahrscheinlich alle länger als ich. Ich brauche euch nichts zu erklären. So, okay, weiter geht's. Wie viele Aale haben angebissen? Wie viele 7,5 Aale sind da dran? Ja, krass. Ja, krass. Nee, das ist echt heftig, so Dinger fangen. Aber da würde mich echt mal interessieren, wie man dann, aber wie lange man dann auch da sitzt. Also hier sagst du ja 20 Stunden plus, aber was das, wie das dann aussieht. Also, dass man sich mal ein paar Stunden davon anguckt. Wie oft der rein, raus, wie oft der. Und hier so viel zu Doppeldeutigkeit. Egal, sorry. Wie lange mit der Route rein, raus, ne? Genau, überall mal reinhalten und weiß der Geil. Ich habe mich gestern auf jeden Fall gut amüsiert. Ja, ich glaube, hier beißt irgendwie nichts an. Solche Fische kannst du nur noch ranziehen, indem du die Bremse zumachst und mit dem Getriebe arbeitest, okay? Ja, okay, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie du es meinst. Also ich verstehe, was du sagst, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wie das funktionieren soll. Das ist echt, ja, da bin ich mal gespannt, wenn ich da überhaupt hinkomme. Ab was für einem Level ist das ungefähr möglich? Also ich bin jetzt Level 16. Hier, der Kollege ist Level 26. Ich behaupte einfach mal, für uns beide ist es nicht möglich. Ja, ne? Aber Level 40, ist das ab Level 40 möglich? Hier gibt es ja eh nur Level. Also. Ich glaube, ab Level 32 kann man, glaube ich, alles an Equip kaufen, zumindest. Ach Und es sind so. alle Maps freigeschaltet, Wegen. also, Genau, ja. freischalten. Okay. Müsste es auch da theoretisch möglich sein. Ich weiß nicht, ob man dazu 32er hierfür braucht. Ja, Ja, hier, gut, Level genau. Ab Level. 32 dann. Ja. Brauchst mindestens eine Vega 1000. Venga 1000. Oh, Entschuldigung. Ja, ich glaube, du hast mir letztes Mal auch eine gezeigt. Was war das für eine? War das die? Nee, ne? Dies Wow, hier, 10.000, wahrscheinlich Silber soll es sein, 10.000. Bitte? Was meinst du? weiß nicht genau welche. Ich gehe mal. Ich kann die da jetzt nicht hier liegen lassen und dann an den Shop gehen, ey. Jetzt die Nacht würde ich schon mal beobachten. Ja, Vielleicht ja. meint er doch noch was, damit Ich er warte nicht auf jeden alle Fall nächste jetzt noch auf. Woche wieder reinlassen. Definitiv, ich warte jetzt auf jeden Fall noch ab. Aber, ja. Ich guck mal aber gleich im Shop. Eigentlich ist das aber auch wieder doof von mir, da jetzt zu gucken, weil dann ärgere ich mich, dass ich, ja, 1000 Jahre davon entfernt bin und dann. Also, es mindert meinen Spielspaß nicht, aber. Weiß man, wo es hingeht. Also, Genau. wenn man hier arbeitet.
Ach so, und hier, ich meinte die Wenger 10.000 und jetzt kostet. Die kostet nicht 10.000, die kostet 32.000. Ja, lohnt. Ja, 10.000 wäre auch schon billig. Wäre schon billig gewesen, wahrscheinlich, ne? Da habe ich die billiger gemacht als die ist, das wollte ich natürlich nicht. 32.000 ist schon ordentlich, ja. Ja, 32.000. Ich habe wie viel? 206 ganze Kröten. Und dann, was ich hier noch dabei habe. Aber dafür werde ich. Ja, wie viel wird das sein? Nicht viel. Auf jeden Fall bin ich noch jede Menge von 32.000 entfernt. Dazu kommt noch die passende Route und Schnur. Also kannst du 60.000 mit allem rechnen. Boah. Ja, das ist hart. 60.000. Also nur mal frech in die Runde gefragt und das muss auch nicht beantwortet werden, wenn das nicht okay ist. Aber mit Level 40, auf was für einem Silbersack sitzt man dann? Ist 60.000 dann noch viel oder muss ja keine genauen Zahlen sagen, aber ist 60.000 dann leicht erreichbar oder ist das weit weg oder ist das. Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen. Ich habe da Das sind keine. sechs so fette Fische für Pfand. Ja, okay. Aber ich muss das doch erstmal haben. Ja, eben, das ist das, ja. Deswegen, aber mit Level, das weiß ich nicht, mit Level 40 kann ich mir vorstellen, hat man ja schon ein gutes Polster angearbeitet. Okay, 60.000 auf der Ja, hohen ich habe schon eine Kante. Menge ausgegeben, um überhaupt Level 40 zu werden. Ja, das kommt noch dazu. Du musst ja auch immer neu Equipment und reparieren. Und reparieren ist ja sowas von sauteuer, ey. Dass ich kauf Einweg. Ein Fisch und zack, rein direkt hinterher schmeißen, oder wie? Ich hoffe, das war jetzt. Also Underwater, was? Mit 45 oder so hat 140. Was? Oh ja, ach so, Level 45 hat 100. Wow. Okay. Okay, ja, dann blöd gesagt, kann er sich die 60.000 ja theoretisch erstmal leisten und hat auf jeden Fall noch gut was auf der. Also hat er auf jeden Fall noch gut was übrig. Krass. Okay, cool. Also muss ich doch hier ein bisschen mit dem Gold managen. Ich habe nämlich eigentlich, wenn ich hier ehrlich bin, ich hatte schon. Was hatte Ja, aber ich du gehabt? brauchst halt auch das Equipment, um das Zeug ranzukriegen. Ja, da muss ich aber auch erstmal die Kohle dann für haben. Das ist ja auch wieder so ein Rattenschwanz. Ja. Aber wenn du halt an jedem Kilo Fisch eine Stunde drillst, dann hast du nie selber am Ende. Ja, du rechnest dir ja auch immer noch den Stundenlohn aus, was du von jedem Fisch hast. Das. Muss ich am Ende lohnen. Naja, muss sich ja am Ende lohnen, genau. Das finde ich sowieso zu Wenn du krass. halt dann alles einfach nur rausziehst, dann machst du halt meine deutlich mehr Geld zu machen. Wieso? Meinst du nicht, wenn du alles mitnimmst? Also alles raus. Ich meine, du hast ja eh keine Wahl, du kannst. Ja, meine ich, aber wenn du halt nicht mehr drillen musst und halt deine Ruten leer im Ach Wasser hast, so, hast wenn du du halt, ohne eine Kampf meinst höhere. du. Okay. Genau. Ja, alles klar, ja klar. Also an der Tunguska kannst du die Stunde, wenn alles läuft, 1000 Silber machen. Okay. Gilt das dann für mich mit Level 16 oder ist das, was sage ich Kannst du halt mal, erst mit Level 30 hin. das. Also, ach. Ja, alles klar. Also so Kleinigkeiten übersehe ich ganz gerne mal. Level 30. Ist doch easy. Brauche ich 5 Minuten für. Und nochmal ein paar. Und nochmal zehn. Und nochmal 10. Gib mir nochmal 10 Minuten, das schaffe ich. Boah, hier ist aber echt mau hier.